Ja, hallo liebe Gamers Global Leser. Wir befinden uns hier auf der Gamescom 2015 und natürlich haben wir den ersten Termin gemacht bei Piranha Bytes und Alex. Neben mir sitzt der Game Director von Piranha Bytes, Björn Pankratz. Ja, erzähl uns doch vielleicht mal ganz kurz erstmal, was ist denn Alex überhaupt? Ja, Alex ist ein Third-Person Role-Playing Game in einem Science-Fantasy-Universum, so wie wir es nennen. Und um das zu erklären, also du musst dir die Jetztzeit vorstellen, wie es hier momentan ist. Dann kommt ein Meteor unter, ja, alles ist zerstört und die Menschheit versucht wieder neu zu überleben. Ja. Und mit diesem Meteor kommt eine Substanz auf die Erde, die auf dem Planeten Magellan, das ist jetzt die, sich dann in mehrere Gilden aufteilen. Ja. Und die dann versuchen, irgendwie zu überleben. Die einen, die versuchen halt mit simplen Werkzeugen und mit Schwertkampf oder so in dieser sehr gefährlichen Welt zu überleben. Die anderen versuchen, den ganzen Schrott zusammenzusammeln und die alten Waffen, die es damals gab, um die zu benutzen, um sich durchzuschlagen in dieser gefährlichen Welt. Und wieder andere, die haben sich noch weiterentwickelt. Ja? Es gab eine Substanz, die mitgekommen ist mit dem Meteor, die heißt Elex. Und deswegen der Name des Spiels. Jeder will das haben, weil es hat, es gibt dir sehr viel Kraft, magische Energie, ja, und kann benutzt werden, um Maschinen zum Laufen zu bringen, um Waffen auszurüsten und so weiter. So. Aber es verändert auch das Bewusstsein, wenn ich dich gestern richtig verstanden habe. Das heißt, man gibt einen Teil seiner Menschlichkeit auf, wenn man das konsumiert. Man gibt einen Teil seiner Menschlichkeit auf. Das heißt also, wenn man zu viel von dem Zeug in sich reinpfeift, wird man zwar zum Superhelden, aber der Preis ist, du verlierst deine Gefühle. Das heißt, du wirst skrupellos, du wirst zu einem maschinenähnlichen, synthetischen Kreatur. Und naja, gut, es gibt eine Gilde in dieser Welt, ja, die hat das zu ihrer Religion gemacht, genau das zu erreichen, um die perfekte Welt zu erreichen. Und ja, du bist einer von diesen, ja, wirst vom Himmel geschossen mit deinem Gleiter und versuchst dann, dich irgendwie durchzuschlagen. Dein Elex-Konsum, der geht runter, ja, und so langsam kriegst du Gefühle zum ersten Mal in deinem Leben und siehst dich in einem Territorium der freien Menschen wieder, wo du dich dann durchschlagen musst, sozusagen. Stichwort Menschlichkeit. Es wird ja auch viele Entscheidungen im Spiel geben, ja, auch moralischer Natur. Bedeutet das, wenn man sich für den Weg entscheidet, wo man dieses Elex sehr umfangreich konsumiert, dass einem das auch in den Dialogoptionen dann beispielsweise gewisse Entscheidungsmöglichkeiten dann auch automatisch nimmt, also, weil man gar nicht mehr die Menschlichkeit besitzt, um solche Entscheidungen treffen zu können? Wir werden ein Moralsystem einbauen, was nicht das klassische Gut-Böse-Prinzip bedient, sondern vielmehr bist du Mensch oder bist du Maschine, ja? Und das heißt also, dass zum Beispiel auch irgendein Schwerverbrecher oder so die Welt retten kann und alle feiern ihn als Held. Ja? Das heißt, dass es im Grunde genommen ein guter Weg ist für die Menschen so und die dich dann auch dafür mögen, dass du so knallhart bist und ein Hardliner bist und so weiter. Und dieses Moralsystem, wie gesagt, ist was Neues und nicht dieses Klassische, was man so kennt. Ja? Und wir sind schon mal sehr gespannt, für welche Wege sich die Spieler näher am Ende entscheiden werden. Das wird eine spannende Sache. Ihr habt ja gestern auch erwähnt, dass ihr komplett auf Immersion setzt, insoweit auch, dass ihr auf Cutscenes verzichtet, wie es jetzt zum Beispiel im letzten Risen auch noch relativ häufig gab. Und ja, auch die Spielwelt ist komplett offen, es wieder besteht aus einem Stück. Ja. Da mache ich mir natürlich so ein bisschen Sorgen um die Spielbalance, insbesondere weil so auch Erinnerungen an Gothic 3 aufkommen, das ja auch sehr offen ausgelegt war. Aber die Story, die steht doch noch im Vordergrund. Also das wird nein, das dann kann man so nicht sagen. Nein. Also wir haben auf jeden Fall einen großen Kontinent. Wir werden das Ding, wir haben das sehr früh schon spielbar. Und wir werden gerade auf Balancing und auf die Herausforderungen achten, ja, dass das Kampfsystem dich herausfordert, ja, dass es nicht so leicht ist. Ja. Wir haben sehr viel Feedback bekommen für unsere vorherigen Titel. Das war uns zu leicht. Mach das mal ein bisschen anspruchsvoller. Wir haben uns aktuelle Titel angeguckt, um das mal zu pushen. Ja, das ist etwas ist, was momentan so als Kampfsystem halt cool ist, was als cool empfunden wird. Daran werden wir uns orientieren. Das haben wir auch schon gemacht. Wir haben schon so einen spielbaren Prototyp, haben das schon vielen Leuten gezeigt und wir tasten uns so langsam ran und das
Tuning ist sehr viel einfacher, wenn du eine freie Welt hast, ja, als wenn du so eine zerhackstückelte Inselwelt hast beispielsweise, weil da weißt du nicht, wo ist der Spieler gerade so. Ja. Beim Kontinent darfst du zwar auch überall hin, aber es ist schon irgendwie, dass du Regionen hast, wo du total knallharte Monster hast, die du jetzt am Anfang noch nicht besiegen kannst. Ja. Und so wie wir es von den ganz früheren Teilen von uns spielen gewohnt seid. So, ja. Die fiesen Razor, die ich nicht ins genau. Ja, genau. So, sowas, ne? Oder fette Trolle oder sowas in der Art, ja. Und da kennen wir uns eigentlich ziemlich gut aus, denke ich mal, mittlerweile. Ne? Ja, also das heißt, du siehst da kein wirkliches Hindernis drin, dass die Welt so offen ist, weil da verliert der Spieler ja auch ganz gerne mal die Führungslosigkeit dann so ein bisschen drin. Wie behält man da die Übersicht? Also ein Questlog oder sowas in der Art wird es ergeben? Ja, natürlich, klar, selbstverständlich. Du wirst natürlich gesagt bekommen, was du tun musst, um der Geschichte zu folgen, ja, das ist völlig klar, nur es bleibt dir von Anfang an irgendwie frei zu entscheiden, was du als nächstes machst, ne? Und den roten Faden wieder aufnehmen sollte möglich sein, ja. Okay. Ne? Jetzt war es ja in Gothic 3, um den Vergleich dann doch nochmal zu bemühen, so, dass man sich letztlich quasi so gar nicht richtig einer Fraktion anschließen konnte. Das hat jetzt ja wieder eine wesentlich größere Bedeutung. Das hat eine sehr große Bedeutung. Elex und das wird also schon deutlich früher im Spiel passieren, dass man sich irgendwann entscheiden muss, einer Fraktion sich anzuschließen. Also man wird auf jeden Fall sich einer Fraktion anschließen können, man wird eine entsprechende Waffenwahl auch treffen. Ja. Wir haben sehr viele, sehr krasse, unterschiedliche Gilden, ja. Und das ist gerade der Reiz dabei. Wir stehen auf diese Gegensätze, wir wollen das gerne rausarbeiten, dass auch jemand mit einem Pfeil und Bogen oder mit einem Schild oder einem Schwert oder mit einer mit Pfeil und Bogen gegen so jemanden ankommen kann, der mit einer Plasmawaffe daherkommt oder sowas. Ja. Also das ist die Herausforderung, keine Frage. Aber wir sind guter Dinge, dass wir das gut hinkriegen. Generell setzt er ja bei der Charakterentwicklung auch wieder relativ stark auf ein Perk-basiertes System, wenn ich dich richtig verstanden habe. Auch da gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Fraktionen, dass man bestimmte Perks nur hier oder dort erlernen kann? Ja, auf jeden Fall. Ne? Also man wird auf jeden Fall jede Waffe mal einmal antesten dürfen. Ja? Aber die richtig ausreizen und die richtigen Skills und Perks zu lernen, wirst du nur bei der Fraktion können, so wie ihr das bei unseren Spielen immer gewohnt seid. Ja? Aber es wird auf jeden Fall sehr, du kannst dich auch durchwurschteln irgendwie, bleibt euch überlassen. Ja. Ne? Jetzt machen sich natürlich auch einige Leute Sorgen, so ungefähr, ja, ihr konntet ja eigentlich immer nur diese Mittelalter-Fantasy-Spiele, gut, wenn noch ein bisschen Piraten dazukommen, das klappt dann auch noch ganz gut, aber jetzt eben diese Kombination zwischen Science-Fiction und Fantasy, ist das auch zum Teil eine Frage der Fraktionswahl, ob man jetzt selbst den Science-Fiction-Anteil stärker betont oder den Fantasy-Anteil? Auf jeden Fall. Das heißt, wer ein Fantasy-Spiel hauptsächlich erleben möchte, der kann das... Ja. Also die starke Selbstidentifikation mit dieser Figur, mit den Skills und mit seiner Gilde, ja, die steht natürlich im Vordergrund. Das heißt also, such dir dein Spiel, das, was du gerne machen möchtest, das macht natürlich auch das Ding sehr viel widerspielbarer, dass du es halt mehrmals spielen kannst. Das ist auf jeden Fall ein wesentlicher Faktor, ja. Aber der Hauptcharakter ist auch ein gutes Stichwort. Das ist ja ein ehemaliger Soldat, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ein Feldherr. Ein Feldherr, ein Feldherr, genau. War Commander nennen wir das, ja. Der hat diesmal einen Namen, den habt ihr zwar noch nicht verraten, aber warum die Entscheidung bisher? Habt ihr immer auf einen namenlosen Helden gesetzt? Wir haben immer auf einen namenlosen Helden gesetzt, weil wir immer wollten, dass der Spieler irgendwie Learning by Doing und in die Welt reinfindet und gar keine Vorgaben bekommt. Ja? Aber diesmal werden wir es so machen, dass der Charakter einen sehr starken Hintergrund hat und dass man eine Geschichte erleben kann, dass du mehr Twists und Turns in der Geschichte hast, um über seine Identität und so weiter und seinen inneren Konflikt, benutze ich Elex, tue ich es nicht, und solche Dinge. Das ist sehr, sehr viel interessanter, dem Charakter mehr Tiefe zu geben. Darum haben wir uns dazu entschlossen, es so zu machen diesmal. Ja. Also was mich zum Beispiel bei The Witcher, das ist ja, denke ich mal, auch ein gut vergleichbares Spiel wegen der offenen Spielwelt, ein bisschen gestört hat, ist das teilweise relativ geringe Feedback auf das, was ich tue, dass man in einem anderen Teil der Welt gar nicht von meinen Taten quasi berichtet. Das wird bei euch aber wahrscheinlich schon anders sein, dass sich da bestimmte Informationen dann schon stärker verbreiten und dass die gegnerische Fraktion kritischer auf mich reagiert, ist klar. Was kannst du dazu vielleicht noch? Also wir
werden auf jeden Fall die Immersion ganz hoch halten. Das ist eins von den großen Features, die wir haben, ja, und die wir ganz gut können. Leute in die Welt reinsaugen und so. Und da ist es natürlich wichtig, dass die Leute plausibel und glaubwürdig sind. Und wenn ich mich benehme wie eine Wildsau, dann hat das Konsequenzen. Ja? Weil Konsequenzen sind für uns auch das Wichtige. Du musst dich halt so benehmen, wie du dich da benimmst. Ja? Und die Welt muss dann auch auf dich so reagieren, wie du dann das auch erwartest. Oder vielleicht auch nicht. Aber dann muss es zumindest irgendeine Form von Reaktion geben. Und durch die Welt laufen und irgendwelche NPCs, No-Name-Charaktere, die irgendwelche Quests haben oder so, die sind uns eigentlich nicht so lieb. Das heißt, wir werden versuchen, da ein Netzwerk aufzubauen, was tatsächlich so ist, dass über deine Taten berichtet wird und du auch entsprechende Konsequenzen hast in der Hauptstory und auch in vielen, sehr vielen Nebenquests. Und die Quests, die werden auch auf unterschiedliche Art und Weisen werden die möglich sein, sie zu lösen und solche Dinge. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Ist uns sehr wichtig. Aber vielleicht, um nochmal auf die Kämpfe zurückzukommen, das, was wir da gestern bei der Pressekonferenz gesehen haben, das wirkte auf jeden Fall ja auch wieder wesentlich taktischer, ja. So mehr wieder Richtung Gothic und nicht so hektisch, wie das in Risen der Fall war. Habt ihr auch Elemente aus den Risen-Kämpfen so direkt übernommen oder ist das wirklich... Wir haben das komplett neu gemacht. Wir haben uns, wie gesagt, an aktuellen Spielen orientiert. Was macht euch Spaß? Was macht den Fans Spaß? Was erwartet ihr von uns? Viele erwarten Herausforderungen. Ja? Es gibt auch viele, die sagen, nein, ich möchte nur die Story genießen. Ich möchte da nicht mehr jetzt irgendwie Tastenkombinationen merken oder irgendwie sowas. Ja? Die einfach nur auf den Knopf drücken und sagen, okay, funktioniert. Das ist ja nicht böse gemeint oder so, aber es gibt halt sehr viele Spieler, die sagen, ich möchte es nicht zu schwer haben, so, ja? ich möchte mir das einstellen können. Wir werden uns bemühen, alles einstellbar zu machen, was geht, was Sinn macht, ja? Um sich tatsächlich sein Spiel so zu konfigurieren, dass du entweder totaler Hardcore-Schwierigkeitsgrad hast, ja? Dass es auch dann interessant ist für denjenigen, der sagt, okay, ich suche die Herausforderung, oder eben, wenn einer sagt, okay, ich möchte nur die Story genießen und es ansonsten einfach haben, auch mit der Bedienung und so weiter, werden wir das konfigurierbar machen, dass es für jeden geeignet ist. Interessanterweise ist ja zumindest für euch das erste Mal, ihr habt bisher immer die PC-Version nur selbst entwickelt und es war zumindest immer ein Dienstleister mit involviert in die Konsolenversion. Die macht aber diesmal intern. Die machen wir diesmal intern, ja. Das liegt einfach daran, weil die Architektur dem PC deutlich ähnlicher ist und es leichter geworden ist, oder? Naja gut, also ich denke, dass wir das schon können, aber es ist natürlich einfacher auf der PlayStation 4 als Beispiel zu portieren, als es vorher auf der PlayStation 3 war, keine Frage. Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, damit, das heißt, eine Frage habe ich natürlich noch. Jetzt kommt's. Ja. Jetzt kommt der Hammer. Ihr seid mit Risen natürlich zu Koch Media gegangen damals und Elex ist jetzt bei Nordic Games. Das ist korrekt. Gibt es da einen bestimmten Grund für, dass ihr nicht bei Koch Media, wollten sie das nicht finanzieren oder wolltet ihr es nicht mit Koch machen? Also wir arbeiten mit beiden Teams noch zusammen. Ja. Wir haben zum Beispiel jetzt hier auf der Messe Risen 3 auf der PlayStation 4 und momentan arbeiten wir zusammen mit Nordic. Da gibt es nicht irgendwie einen Hintergrund oder böses Blut oder so. Es ist halt so, wie das ist. Ja, also das heißt, es könnte möglicherweise auch irgendwann vielleicht ein Risen 4 oder ein ähnlich geartetes durchaus möglich, Spiel noch geben. Natürlich. Gut, dann sind wir einfach mal gespannt. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview und ihr werdet euch das hoffentlich bis zum Schluss und bis zu diesem Wort hier angeguckt haben. Ich danke euch und bis dann. Danke.